Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal, Leute. Heute habe ich für euch einmal Black Ops 4 wieder in die PlayStation geworfen und werde mit euch ein paar Runden Black Ops 4 zocken, ein bisschen labern. Aber wir haben direkt zum Anfang eine spezielle Sache. Und zwar sind wir heute seit langer Zeit, ich glaube seit ungefähr gefühlt einem Jahr, auf dem Level 1000er Account, ja, auf meinem Level 1000er Account, dem Just Raptor Account, den ich von Anfang an in Black Ops 4 gespielt habe, den ich so schnell hochgelevelt habe, das war einfach abnormal. Wir haben hier auf diesem Account 138.000 Kills, eine Spielzeit von 17 Tagen, was gar nicht so viel ist für Level 1000 mit 138.000 Kills. Ich finde das noch ganz okay. Ich habe hier allerdings nur 20 Nuklears und 4 Abschusskennen, was gar nicht mal so viel ist. Aber ich dachte, für diese Aufnahme gehen wir einfach auf den Level 1000 Account. Ich weiß nicht, was ich für Klassen habe. Ich ändere hier nichts dran. Wir gehen direkt mit den Klassen rein. Ich guck mal, was wir da so spielen können. Wir zocken einfach ein paar Runden und dann habe ich ein paar Informationen für euch, denn ihr könnt ein bisschen bei den nächsten Videos mitbestimmen. Aber das erzähle ich euch gleich in der Runde. Let's go. Ich spawn mit einer Sniper? Digga, was habe ich denn hier gemacht? Ich habe doch hier nicht mal Dark Matter, Digga. Hä? Ein Kill, komm, dann gehen wir raus. Ein Kill, dann gehen wir raus. Komm jetzt. Ja. Tschüss. So, was haben wir denn hier für Klassen? Maddox, Demon, SWAT, Cordit und eine Switchblade. Sollen wir ein bisschen Switchblade spielen? Ach komm, wir spielen ein bisschen Switchblade. Die habe ich Ewigkeiten nicht mehr gezockt, auch in so wenig Videos, glaube ich, gespielt. Wir gehen damit einfach mal rein. Mal sehen. Crash ist natürlich immer am Start. 200 Leben, extra Muni, die Stars Boy nicht erklären, braucht man einfach. Oh, Hacienda. Ja, Lobby weiß ich noch nicht so ganz genau, aber wir schauen einfach mal. Doch bevor es jetzt weitergeht, will ich euch einmal ganz kurz eine Sache zeigen. Und zwar wirklich gar nicht lang. Ich mache es ganz, ganz schnell, Leute. Es gibt einen neuen Level-Abgeschmack. Saure Gummiwürmer. Ja, saure Gummiwürmer. Das Ganze ist wirklich ein leicht saurer Geschmack und schmeckt actually genauso wie diese Gummiwürmer, die man immer als Süßigkeit früher gegessen hat. Ob man sie mag oder nicht, aber für die Leute, die sie gemocht haben oder die sie mögen, ist das wirklich ein sehr, sehr geiler Geschmack. Das Ganze könnt ihr jetzt erstmal am Anfang versandkostenfrei bestellen und mit dem Code Raptor trotzdem noch 5% sparen. Checkt es auf jeden Fall ab. Heute Abend 20 Uhr ist der Release von der Dose. Link ist in der Videobeschreibung. Seht ihr, gar nicht lange. Und jetzt geht's weiter. Let's go. Man muss auch sagen, ich bin einfach absolut uneingespielt. Das sind die ersten Runden jetzt. Und ich zocke momentan echt wenig Black Ops 4, weil ich das jetzt einfach wirklich fast anderthalb Jahre komplett durchgespielt habe. Und ich so ein bisschen Pause davon brauche. Und ich mir die momentan einfach auch gönne. Eieiei. Junge, Junge, Junge. Ich kriege hier schon wieder Spezies ab bis zum geht nicht mehr. Das gefällt mir gar nicht. Komm, Drohne raus. Ja, 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 der ist unter uns, der ist unter uns. Scheiße. Jetzt hätte ich Kugelweste gebraucht, damit ich mich schnell wieder heilen kann. Ah, komm. Ah, Brudi, die gönnen gar nicht. Die gönnen mir gar nichts. Die gönnen mir gar nichts. Da ist Aufwehr. Nice, Konterdrohne. Sniper Eli First Try wäre hier natürlich richtig schön. Das wäre natürlich richtig schön. Ich will den Sniper Eli, damit ich euch dann erzählen kann, was ich euch sagen will eigentlich, ja. Ich will aber vorher eine Streak haben. Ich will doch vorher nur eine Streak haben. Okay, Leute, scheiß drauf, komm. Wir labern jetzt einfach ein bisschen. Ich habe euch ein bisschen was zu erzählen, beziehungsweise euch ein bisschen, ja, einfach ein bisschen abzuholen, Leute. Damit ihr mal so Bescheid wisst, was momentan Stand der Dinge ist, was ich von euch will. Denn ich will am Ende des Videos was. Denn ich möchte gerne am Ende vom Video etwas von euch haben, beziehungsweise auch jetzt schon, gleich, währenddessen, wann auch immer. Nehmt euch da am Ende des Videos am besten für Zeit. Das ist, glaube ich, das Beste, was ihr machen könnt, denn sonst verpasst ihr alles, was hier passiert. Und ich bin so gut, deswegen darf man das nicht verpassen. Boah, ich komme da wirklich weg. Hä? Das hätte ich niemals von mir selbst erwartet, dass ich da wegkomme. Weil ich auch nicht davon gekommen bin, Digga. Und zwar geht es um Folgendes, Leute. Ihr wisst ja sicherlich noch Bescheid, dass ich halt letzten Monat die ganze Zeit hier Livestream-Highlight-Videos hochgeladen habe. Aufgrund, weil ich halt eben so einen Livestream-Monat gemacht habe, wo ich jeden Tag gestreamt habe. Einen Monat lang, halt den ganzen Januar. Und ich deswegen keine Zeit hatte, Videos aufzunehmen. Und ich halt jetzt wieder back bin und hier wieder normale Videos aufnehme. Exclusive Content für diesen Kanal, der nicht von Twitch stammt, sondern halt einfach von mir noch extra für YouTube produziert wird, von mir geschnitten wird und so weiter und so fort. Und dass die Highlights ja jetzt auf einem anderen Kanal sind. Habe ich ja in den letzten Videos auch Werbung für gemacht. Wisst ihr Bescheid. Raptor Stream Highlights, wenn ihr da vorbeischauen wollt, könnt ihr das natürlich gerne abchecken. Aber das soll jetzt wirklich zu 100% gar nicht das Thema sein. Denn es geht mir um Folgendes. Und zwar finde ich, habe ich auf YouTube, und das muss ich mir einfach selber eingestehen, so ein bisschen den Bezug zu euch als Community verloren. Ja, ich habe einfach
nicht mehr so den Bezug zu euch als Community, wie ich das zum Beispiel auf Twitch habe, wo ich jeden Tag meine Leute sehe, immer mit denen labern kann, weiß, wer am Start ist und so weiter und so fort. Und das möchte ich ein bisschen ändern. Ich möchte euch ein bisschen mit einbeziehen. Ich möchte wissen, wer am Start ist und so weiter und so fort. Das heißt, ich möchte einfach, dass ihr aktiv in den Kommentaren seid. Und zwar heute in dem Video mit einer ganz simplen Sache. Schlagt mir mal bitte einfach Klassen vor, ob Black Ops 3 oder Black Ops 4, die ich in dem Video zocken soll. Okay? Schreibt einfach Black Ops 3, Doppelpunkt, dann schreibt ihr eure Klasse, die ich zocken soll. Oder Black Ops 4, Doppelpunkt, dann schreibt ihr da eure Klasse, die ich zocken soll. Okay? Die Sachen, die am meisten geliked sind, die suche ich mir dann raus und werde so ein bisschen so ein Community-Video quasi machen, dass ich eure Klassen zocke und so. Das ist jetzt erstmal so das erste Ding, was ich für dieses Video ankündigen will, was ich... Oh, lol, ich hab Streaks! Was ich machen will, um euch quasi ein bisschen mit ins Boot zu holen, euch mit einzubeziehen. Und ich habe auch schon weitere Pläne. Die müssen aber noch ausgereift werden, weil das relativ große Sachen sind, die ich jetzt nicht einfach so raushauen kann. Ne? Deswegen, da will ich noch ein bisschen abwarten, dann will ich mir noch ein bisschen Gedanken machen und so. Aber das ist erstmal das Erste, was ich von euch möchte, dass ihr entweder eine Black Ops 3 Klasse oder eine Black Ops 4 Klasse einfach mal in die Kommentare schreibt, wo ich dann vielleicht was Cooles draus machen kann. Ob das jetzt eine dumme Klasse ist, eine Tryhard Klasse und so weiter und so fort. Das könnt ihr mir sehr, 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 sehr gerne in die Kommentare schreiben. Oh mein Gott, das war close. Oh, gib mir 200 Leben. Bitte. Danke. Ja, ja, nee, den trickst du aus, Digga. Der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Der weiß gar nicht, dass ich hier bin. Brudi, komm doch zu mir. Wie gesagt, man muss sich halt auch Fehler eingestehen. Und ich habe halt einfach leider nicht so viel mit euch als Community auf YouTube gemacht, sondern halt mehr auf Twitch. Und das möchte ich auch wieder ein bisschen ausgleichen und natürlich auch hier etwas machen. Und da möchte ich euch quasi erstmal so ein kleines Video widmen, wo ihr quasi ein bisschen mitbestimmen könnt. Ich finde das immer so eine ganz kleine Geste, eine ganz coole Sache, wo ich einfach auch weiß, dass ihr davon was habt, dass dann ein lustiges Video draus entsteht. Ich weiß, ihr freut euch darüber, wenn ich vielleicht die Klasse von dem einen oder anderen zocke. Und genau, Leute, also das ist so das erste Ding. Ich freue mich da einfach drüber, über jeden Kommentar, um das abzuchecken. Jetzt weiß ich nicht, wo die Gegner sind. Okay, die sind hier. Oh mein Gott, mein Aim ist einfach irgendwie heute ein bisschen schrecklich. Ich weiß nicht, wieso. Es könnte daran liegen, dass ich momentan jeden Tag 8 Stunden Apex Legends auf Maus und Tastatur spiele, um mir das anzutrainieren. Vielleicht liegt's daran, Dominik. By the way, mein Emblem. Es ist einfach ein glücklicher Gecko. Es ist einfach ein glücklicher Gecko. Boah, man vergisst immer so hart, wie gut die KN einfach ist, wenn man sie mal länger nicht mehr gespielt hat. Oh, das war so klar, dass die da sind. Aber wir können noch was machen. Oh mein Gott, wir haben wirklich beide geholt. Ich schwöre, ich habe auf diesem Account einfach irgendwie eine bessere Con. Ich verstehe es nicht. Was ich auf jeden Fall auch noch damit bewirken will, dass ich halt euch momentan oder jetzt halt ein bisschen mehr in die Videos mit einbeziehen will, ist halt einfach, dass wir uns irgendwie versuchen, das, was wir an COD-Content momentan haben, beziehungsweise die CODs, die man momentan spielen kann, was sich meiner Meinung nach zumindest im Online-Public-Bereich auf BO3 und BO4 beschränkt, am meisten natürlich auf BO4, dass wir da irgendwie zusammen das Beste rausholen und selber den Spaß machen, uns irgendwie coole Sachen einfallen lassen, wo man irgendwie noch so ein bisschen Spaß rausholen kann, bis vielleicht zum Battle Royale von MW, falls der gut ist, oder vielleicht auch darauf hinaus, dass man einfach coole Sachen machen kann und einfach so, ja, dass das COD quasi nicht im Vordergrund steht, sondern vielleicht lustige Challenges oder random Klassen von euch oder, was ich halt alles noch vorhabe. Ich habe einiges, wie gesagt, im Kopf, aber so große Sachen und so, die kann ich euch halt einfach noch nicht erzählen, weil ich darüber noch ein bisschen mehr nachdenken muss. Aber ich denke, es ist einfach jedem bewusst, dass COD momentan einfach so trocken ist, wie es gefühlt noch nie war. Ich weiß einfach nicht, was man zocken soll. Soll man Black Ops 4 spielen? Soll man Black Ops 3 spielen? Soll man MW probieren? Wo ich halt tatsächlich echt, wirklich, leider gar keine Lust drauf habe. Also MW Public habe ich wirklich gar keine Lust. Das ist tatsächlich seit IW, glaube ich, war das. War das IW? Ja, ich glaube IW. Das nächste COD, was ich am wenigsten gespielt habe. Ich glaube, ich habe IW sogar viel, viel mehr noch gespielt als MW. Weil das Game ist einfach so trocken, so langweilig. Das Skill-Based Matchmaking zerstört meiner Meinung nach das komplette COD-Gefühl einfach. Ich bin der schlechteste Annihilator-Spieler aller Zeiten. So dass ich zumindest einfach überhaupt gar keinen Bock habe, dieses Spiel zu spielen. Das meine ich wirklich ernst. So, MW kommt halt wirklich nie in meinen Kopf, dass ich es irgendwie zocken möchte. Genau deswegen sind wir als Community einfach gefragt, jetzt irgendwie das Beste daraus zu machen. Weil, was soll man anderes tun? Die Lage ist jetzt halt einfach so, wie sie ist. Wir können nichts dran ändern. Es wird sich nichts dran tun. Egal, was wir machen, es wird sich gefühlt
nichts ändern. Das heißt, man kann nur abwarten, ob das nächste COD dann was Gutes wird. Was man natürlich schon gefühlt seit 10 Jahren immer sagt, das nächste COD, das nächste COD, das nächste COD. Und irgendwie passiert da gefühlt nie was. Aber das ist halt nun mal leider einfach die einzige Möglichkeit. Das Leben eines COD-Spielers und vor allem auch COD-Content-Creators ist einfach nur warten. Wir warten. 24/7 warten wir auf neue Sachen oder ein gutes COD. Aber das Warten hört nie auf, weil es kommt einfach nichts. Okay, wir beenden das Ganze hier. Wie heißt der? Alexander? Alexander Vorholt. Alles klar, er macht Vor- und Zunamen einfach rein. Wir beenden das Ganze hier auf jeden Fall nochmal mit einem 36:13, was gar nicht mal so schlecht ist, ja. Wie das übrigens aussieht, Level 1000, das ist schon ziemlich heftig. Bin schon sehr, sehr stolz darauf, dass wir einen Level 1000-Account haben, Leute. Sehr, sehr schön. So, Freunde, da sind wir auch wieder fertig mit dem Video. Es war einfach mal schön, so ein bisschen von der Seele zu reden, euch ein bisschen zu erzählen, was so abging, beziehungsweise was ich so ein bisschen vernachlässigt habe hier auf YouTube und wo ich wieder ein bisschen anknüpfen will. Zum Schluss bleibt nur noch gesagt, wie ich am Anfang gesagt habe, checkt den neuen Geschmack ab, ne, versandkostenfrei erstmal bestellen. Trotzdem könnt ihr Code Raptor benutzen, 5% Rabatt bekommt ihr trotzdem auf eure Bestellung. Jetzt würde ich nur noch sagen, lasst einen Daumen nach oben da, lasst ein Abo da, schreibt das in die Kommentare, was ich euch gesagt habe. Und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.